Sehr verehrten Damen und Herren, Revolten, Bürgerkrieg, Anarchie. Wir alle haben in den letzten Jahren gelitten, wie nie eine Generation vor uns. Aber lasst uns nicht zurückschauen, sondern in die Zukunft. Mit dem heutigen Tag beginnt eine neue Zeit, eine Zeit der Menschlichkeit, eine Zeit der Gerechtigkeit, eine Zeit der Gemeinsamkeit. Lasst uns zusammen eine Zukunft errichten, in der unsere Kinder sicher aufwachsen und auf die wir stolz sein können. Die alte Regierung hat abgedankt. Das Weltwirtschaftssystem, so wie wir es kennen, ist Geschichte. Es lebe die Freiheit, es lebe die neue Ordnung. Gott schütze uns. Ich danke Ihnen. Diese großen Worte. Ich habe sie gehört, an sie geglaubt, für sie gekämpft. Aber Worte machen dich nicht satt. Sie halten dich nicht warm. Wir sind keine Helden, keine Soldaten. Wir sind Kinder. Wir leben und wir wissen nicht wofür. Diese Revolution sollte der Anfang von etwas Großem sein. Heute weiß ich, das war der Anfang vom Ende. Seitdem ist es immer kälter geworden. Um uns und in uns. Auf diesen Schienen ist mein Vater gefahren. Er brachte Lebensmittel aus aller Welt in unsere Stadt. Wie so eine Art Weihnachtsmann. Aber irgendwann hat er keine Lust mehr, einer der Letzten zu sein, die noch arbeiteten. Er wollte leben. Allein. Acht Milliarden Menschen einfach sich selbst überlassen. Von heute auf morgen. Ohne System, ohne Plan. Ohne Ziel. So viele Menschen ohne geregelte Nahrungsverteilung. Nein, das war keine Revolution. Das war nicht mal eine gute Idee. Ich habe selber nichts mehr. Warst du mal draußen bei den alten Kartoffelfeldern? Vielleicht ist da noch was zu holen. Nix. Hunger. Das einzig Gute am Hunger ist, dass man weiß, dass man noch lebt. Ich könnte die Kamera gegen Nahrung für mindestens 6 Monate tauschen. Und dann kann ich meine Dokumentation abschreiben. Das war mal eine gute Wohngegend. Aber als die letzten Habseligkeiten auf dem Schwarzmarkt verscherbelt waren, brach alles zusammen. Wir haben uns
uns alle betäubt mit unserem blinden Glauben an die Zukunft, die Freiheit, den Antikapitalismus. Wie ein todkranker Patient, der die Wahrheit nicht hören will. Ich bin verabredet mit jemandem, der für dieselbe Vision gekämpft hat. Chris! Ich bin's, Nick. Mach auf, Mann! Scheiße, Mann! Was dauert das denn so lange? Was willst du hier? Komm, lass mich rein. Lass mich rein! Und? Wie geht's dir? Besser, seit der Scheißort mir den Staub abgenommen hat. Dafür haben wir jetzt Futter für die nächsten Monate bekommen. Ist das nicht geil? Oliven aus Italien und Orangen aus Spanien. Der Wahnsinn! Wow. Chris verkauft den Staub aus den alten Chemiewerken an die vielen Junkies. Sie vergessen den Dreck um sich herum, indem sie sich noch mehr Dreck reinziehen. Ist die Ladung denn schon da? Nein. Ich hoffe, der Konvoi kommt durch. Ich habe gehört, er soll abgefangen werden. Scheiß drauf, Mann. Ich tue mein Bestes. Was willst du eigentlich hier? Ich kann dir nicht helfen. Ich deale nur mit Handwerkern. Was meinst du, was ich hier will? Das Interview? Wir waren verabredet, Mann. Schon vergessen? Scheiße, Mann. Wenn's denn sein muss. Was willst du wissen? Ich habe verdammt nochmal nicht viel Zeit. Sag einfach, was dir in den Kopf kommt. Wir beide, Nick. Wir beide. Was haben wir gekämpft? Und wofür? Für die ganze Scheiße hier? Nee. Dafür nicht. Wir nicht. Aber Milliarden andere dumme Menschen. Kann losgehen. Soll ich einfach anfangen? Wie besprochen. Diese verhurten Credit Points, die unser Überleben sichern sollten, sind doch längst nichts mehr wert. Das ist doch mittlerweile dem letzten Internetopfer bewusst geworden. Diese ganzen Verrückten, die meinten, wir können einfach mal so das Geldsystem ändern. Und jetzt? Jetzt versuchen wir, Nahrungsmittel aus aller Welt zu importieren. Und ärztliche Hilfe zu bekommen. Denn welcher Arsch traut sich heutzutage noch eine OP durchzuführen? Wir versuchen, eine Subkultur zu schaffen, um der Armut zu entfliehen, die sich ausbreitet, als der Mensch nur noch vor dem Fernseher und dem Netz Zeit verbrachte und zur digitalen Welt zerfloss. Wenn die Kultur versagt, dann muss die Subkultur ran. Diese verfickten Bastarde waren einfach zu faul, um frei zu sein. Aber jetzt sind wir dran. Jetzt bestimmen wir die Regeln für dieses Tauschgeschäft. Wir tauschen das, was wir haben, gegen das, was diese Bastarde wollen. Wenn es sein muss, gar ihre dämlichen Credit Points oder eben Staub. Die haben ja keine Ahnung, was das ist oder woher es kommt. Die wollen einfach nur high werden. Für den Mist bekommst du woanders sogar vernünftige Lebensmittel. Stell dir das mal vor. Den Communities in den Bergen, denen geht's noch einigermaßen gut. Die reißen uns die Reste von dem Düngemittel fast aus den Händen. Aber die haben wenigstens begriffen, dass man für seinen Wohlstand hart arbeiten muss. So wie du und ich, Nick. Wir beide. Wir waren so naiv, an etwas zu glauben, von dem wir keine Ahnung hatten.
Etwas, das viel zu groß war für unsere kleinen Köpfe. Abitur? Studium? Von früh bis spät arbeiten wir ein Trottel? Warum um Himmels Willen? Wir brauchten nur Licht, Luft und Liebe, um frei zu sein. Gib's zu, das haben damals alle gedacht, hä? Auch du und ich. Und jetzt? Dann schau dich doch mal um. Ist das das Paradies? Ist das die schöne neue Welt? Hier geht's ums nackte Überleben. Und selbst das schaffen nur noch die wenigsten. Aber weißt du, was geil ist? Dass alle erst bis zum Hals in der Scheiße stecken mussten, damit ich meinen Beitrag für die Gesellschaft leisten konnte. Ich glaube an geordnete Verhältnisse, Nick. An meine Verhältnisse. Die Menschen sind unglücklich, weil sie krank sind. Ich kann sie vielleicht nicht gesund machen, aber ich mache sie für einen kleinen Moment wieder glücklich. Das ist die Zukunft, Nick. Und je eher du das schnallst, umso besser für dich. Es fühlt sich an wie Verrat, die eigene Freiheit mit Füßen zu treten. Uns schon wieder durch materielle Dinge unterdrücken zu lassen. Aber es ist notwendig. Wir sind keine Tiere. Wir brauchen unseren Strom, ein warmes Zuhause. Und dafür müssen Menschen arbeiten. Da reichen keine 1000, sondern jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Mama, ich bin's. Nick. Hallo Mama. Schön, dich zu sehen. Ja, schön, hier zu sein. Wo treibst du dich nur rum, Junge? Immer woanders, Mama, immer woanders. Du versuchst wohl immer noch die Welt zu retten, was? Dafür ist es zu spät. Mama, ich will nichts essen. Junge. Du sollst deine Vorräte sparen. Was die uns da oben schicken, das kommt sowieso nicht durch. Mach dir keine Sorgen. Wird schon alles gut. Wird schon alles gut. Du weißt nicht, wie es in der Stadt ist. Da herrscht das absolute Chaos, da funktioniert überhaupt nichts mehr. Ich wollte eigentlich den Winter bei deiner Tante verbringen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich mache dir das Haus winterfest, ich besorge dir Kohlen zum Heizen. Wir machen das genau wie letztes Jahr, okay? Ach Nick, der Sommer ist vorbei, ich bin alt. Und ich will einfach nicht mehr alleine sein. Mama, in diesem Winter bleiben alle hier. Wir haben darüber gesprochen und es war auch in Ordnung für dich. Nick. Nick, ich muss dir was Wichtiges sagen. Ich war bei Thompson, der hat mich untersucht. Ich habe Schmerzen. Ja, keine Sorge, er hat nichts verlangt. Der ist ein guter Mensch. Ja, was hat er gesagt? Mama, was hat er gesagt? Ohne Labor und Geräte kann er es nicht genau sagen. Aber er vermutet, es ist Krebs. Nein. Nein. Das kann er doch gar nicht wissen. Du brauchst jemanden, der dich richtig untersucht, der dich richtig behandelt. Lass gut sein, Junge. Wir sind nun mal ein Teil der Natur. Auch wenn viele das längst vergessen haben. Wir gehen, wenn Gott es will. Ach, hör mir doch auf mit Gott. Gott muss keine Suppe aus verrosteten Konserven löffeln. Gott muss auch nicht mitten in der Nacht aufwachen, weil es so kalt ist. Und sein erster Gedanke ist, die ganze Scheiße hier ist wirklich passiert. Und Gott hat auch keine kranke Mutter. Mir ist egal, ob Gott will, dass du gehst. Ich will, dass du bleibst. Ich besorg dir jemanden, der dir hilft. Ich kümmere mich drum, Mama, okay? Chris!
Bis Chris wieder auftaucht, können Tage vergehen. So viel Zeit habe ich nicht. Ich bin diesem ekelhaften Benzindealer Gray so lange auf die Nerven gegangen, bis der mir einen Termin bei seinem Boss verschafft hat. Bei Moon. Von dem spricht die ganze Stadt. Das ist einer von diesen Chamäleons, die überall ihre Leute haben, die aus jeder Situation ihren Nutzen ziehen. Wenn mir jemand helfen kann, dann er. Meine Träume in letzter Zeit machen mich fertig, so extrem und realistisch sind sie. Und fast immer träume ich von meinem Vater. Er war irgendwann verschwunden. Mom und ich haben versucht, ihn nicht zu sehr zu vermissen. Und draußen begann die Gesellschaft, sich langsam selber aufzufressen. So wie uns ging es vielen. Wir alle versuchten, so gut es ging, unser kleines bisschen Normalität aufrechtzuerhalten. Immer mehr Menschen verließen die Städte, legten Gärten an, hielten Vieh, wurden Fischer. Aber irgendwann kam der Hunger auch aufs Land. Es waren einfach zu viele. Ich bin Nick. Ich will zum Mond. Aha. Das kriege ich wieder. Mal sehen. What can I do for you? Gray said, you wanted to talk to me? Oh, nice camera. Yeah, I'm making a documentary about the revolution. The revolution? You mean this tidal wave of shit? You actually think there will be anybody left to watch your documentary? That's not what I came here to discuss. I need a doctor. And how is that my problem? No, it's not your problem. I just wanted to find out if you could be a part of the solution. Brauchst du? Pfefferminz. Wächst hier wie Unkraut. Tabak. Weniger Kopfschmerzen. Fein. Es geht doch nichts über gute Beziehungen. Warte doch mal! Netze, verstehst du? Die haben
überall ihr unsichtbare Netze gesponnen, ja, für die Politik, für die Oberschicht, für ihre eigenen Vorteile. Es gibt genug Idioten, die ihr kleines bisschen Seele, ja, für ein bisschen Komfort wegschmeißen, ja. Es war in vielen Ecken der Welt früher auch schon so. Warum glaubst du denn, hat sich in Südamerika für die Menschen nichts verändert? Die haben immer schon in der Scheiße. Du hast genug geredet, Moon. Die wollten uns doch verarschen. Die Wirtschaft, die Banken, die Politik, die Medien. Wir sollten doch dumm gehalten werden, dumm und müde. Es waren doch Dealer. Wir waren die Junkies. Und die Droge, mit der sie uns angefixt haben, das war der Konsum. Wir wollten was ändern. Wir wollten freie Menschen sein, mit einem freien Willen. Wir wollten denen zeigen, dass wir füreinander sorgen können, ohne uns gegenseitig auszubeuten. Aber das hier, das wollten wir nicht. Wir sind doch krank und kaputt. Aber wir sind frei. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir können uns gegenseitig umbringen für das bisschen, was uns noch geblieben ist. Wir können uns bestehlen, misshandeln. Kein Menschen schert das einen Dreck. Und jetzt stehen die Ärzte Schlange, um meine todkranke Mutter zu behandeln, freiwillig. Ist ja alle so frei. Dieser scheiß freien Welt. Ich bin einer von denen, die uns das alles eingebrockt haben. Es tut mir leid. Wer ist da? Moon schickt mich. Du sollst dich mit Lila treffen. Morgen Nachmittag. Auf der Allee beim alten Schulhof. Hey! Hey! Vorher weißt du, wo ich wohne! Fuck! Was hab ich denen eigentlich alles erzählt? Nick. Ich weiß. Wir kennen uns von gestern Abend. Du erinnerst dich nicht? Du hast mein Interview gestört. Was mich interessiert, was willst du von uns? Geht es dir um dein Interview oder um deine Mutter? Beides. Okay. Komm mit, wir gehen zu mir. Die Klinik war voll mit Typhusfällen. Und ich hatte nichts mehr, was ich ihnen geben konnte. Ein toter Säugling mehr oder weniger. Was macht das schon für einen Unterschied? Aber du... Du hast wenigstens noch deine Kamera zum Tauschen. Die wirst du brauchen für die Behandlung deiner Mutter. Ich kann meine Kamera nicht weggeben. Ich bin Dokumentarfilmer. Ach ja. Deine Dokumentation. Wie alt ist deine Mutter? Naja. Sie hätte noch ein paar gute Jahre. Ich kenne einen Allgemeinmediziner hier in der Stadt. Guter Mann. Nur sehr öffentlichkeitsscheu. Wo lebt er? Wie erreiche ich den? Nur über mich. Und nur, wenn du auch etwas für mich tust.
Was? Du hast keinerlei Verantwortung oder Verpflichtung. Was meinst du damit? Ich habe keine Verantwortung. Natürlich habe ich eine Verantwortung. Wir sollen ein Kind in die Welt setzen? Diese Welt? Nicht wir. Ich. Nina. Nina, hör zu. Ich kann ja verstehen, dass... Einen Scheißdreck verstehst du! Deine Kamera ist dir wichtiger als deine Mutter. Du filmst ein Leben, das du selbst nicht leben willst. Du bist doch selbst noch ein Kind. Der Arzt wohnt auf der Lagerstraße im Ostteil. In diesem Future-Haus. Wirst du schon filmen? Alles deine kleinen Porno-Videos gezeigt, ha? Keinem. Die Tapes hat bisher keine Menschenseele gesehen. Was ist denn mit dir passiert? Diese Hurensöhne von der Miliz haben die Zentrale gestürmt. Die Vorräte, der Staub, das Equipment, alles beim Teufel. Ich musste mir den Weg frei ballern. Nimm die Waffe weg. Zum Glück hatte ich noch eine Tüte von dem schwarzen Zeug in der Tasche. Wenn das dem Onkel Doktor nicht reicht, um mich zusammenzuflicken, dann helfe ich mit der Wumme nach. Was ist mit dir? Hast du dich verlaufen? Ich suche schon seit Tagen nach dir. Meine Mutter ist krank, ich brauche einen Arzt. Deine Mutter ist krank? Sie und eine Milliarde anderer Menschen. Was hat sie denn? Eine Magenverstimmung? Mann, was soll das denn jetzt? Du weißt doch ganz genau, dass sie mit ihrem Garten eine ganze Familie miternährt. Sie hat doch deswegen immer unter deinem Schutz gestanden. Die Zeiten sind vorbei, alter Mann. Mach die Augen auf. Wir sind gefallen. Und zwar tief. Unser Land wird von irgendwem regiert. Keiner weiß es überhaupt. Scheiß drauf. Sobald ich wieder okay bin, hau ich ab aus diesem Rattennest. Weit weg nach Osten. Die Chinesen brauchen noch Söldner. Kein Traumjob. Aber wenigstens stehst du dort nicht auf der Verliererseite. Warum macht dieser verfluchte Quacksalber nicht auf? Hey! Hey, Herr Doktor! Kundschaft! Komm runter von der Sprechstundenhilfe! Ich bin Privatpatient! Komm, lass mich mal. Machen Sie bitte die Tür auf! Lila schickt mich! Schnell! Was machst du denn hier? Wo ist der Arzt? Derek ist weg. Was ist denn mit dem? Na, was sieht's denn aus? Hol mir die scheiß Kugel aus der Schulter! Oh Mann, ist das hier eine Arztpraxis oder ein Puff? Soll ich etwa einen Wundbrand verrecken? Oder da verbluten, das liegt ganz bei dir. Scheiße, Mann, mach das Ding aus! Wer auch immer diesen Junkie hier aufgesucht hat, der hat auch Interesse an unserer Sache und die ist weit wichtiger, als scheiß Drogen gegen Orangen zu tauschen. Halt's Maul! Ohne den Junkie hättet ihr schon längst keine Orangen mehr! Was ist mit deiner Mutter? Verflucht! Ist das hier ein Altenheim? Konzentrier dich auf meine Schulter! Halt doch endlich mal deine verdammte Schnauze, Mann! Ich gebe euch den Rat, eure Sachen zu packen und in die Berge zu gehen. Macht, dass ihr aus dieser Gegend hier verschwindet! Das hatte ich ohnehin vor. Warum sollten wir das tun? Die versuchen, das Ruder wieder rumzureißen. Die wollen ein totalitäres Regime an die Macht bringen und das Geldsystem wieder einführen. Ja und? Was soll's? Hier herrscht doch sowieso schon überall Anarchie. Ja, gerade deswegen gebe ich euch den Rat, hier abzuhauen. Die Menschen werden sich wehren. Die, die in dieser neuen Ordnung glücklich sind, werden an vorderster Front kämpfen. Die verzichten lieber auf deine scheiß Orangen, statt sich wieder zu unterwerfen.
Ich habe so viele Menschen gesehen, die Hunger haben. Die Welt war mit satten Menschen immer noch besser als mit freien. Gerade von dir, Nick, hätte ich mehr erwartet. Mir gefällt die Welt so, wie sie gerade ist. Natürliche Auslese. Darum ging es doch immer schon in der Evolution. Hunger, Krankheit und Anarchie machen den Anfang und das Böse in uns selbst erledigt den Rest. In 20 Jahren ist es ja das reinste Paradies. Ich habe aber keine 20 Jahre mehr. Meine Mutter braucht jetzt einen Arzt. Er ist weg in eine andere Stadt. Wenn du deine Mutter wirklich retten willst, mach ihr noch ein paar schöne Jahre. Scheiße, wer ist das? Scheiße, ich glaube, die sind bewaffnet. Los, zur Feuerleiter! Fickt euch! Ich lass mir doch keine Angst machen von so ein paar Freaks! Was machst du denn? Wir kommen auf diese Welt und haben nichts. Wir verlassen sie wieder mit nichts. Warum sind uns dann all diese Dinge so wichtig, von denen am Ende nichts bleibt? Leben. Nur darum geht es. Ein freies Leben. Wir haben alles, was wir brauchen. Das Einzige, was uns fehlt, ist Zeit. Zeit.